Was ist Daytrading und wie funktioniert das genau? Darum geht es in diesem ultimativen Guide-Video. Mein Name ist André von Trading.de und Trading für Anfänger. Und das hier wird kein Video mit irgendwelchen krassen, aufgemachten, grafischen Inhalten, sondern ich bin Trader und bin kein Videomacher. Ich werde hier aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen, was Daytrading genau ist, was man dafür braucht, wie viel Startkapital, welches Risiko, welche Broker, Software, Märkte, Uhrzeiten und so weiter. Das bekommt ihr alles in diesem Video. Ihr bekommt die besten Tipps. Wenn ihr mit dem Daytrading anfangen wollt, dann sage ich euch auch, schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Und ich habe hier eine kleine Agenda vorbereitet für dieses Video. Ihr könnt auch unten beim Video einmal die Sprungmarken finden. Da könnt ihr zu diesen einzelnen Sektionen hier hervorspringen. Und ja, wir fangen erstmal an mit, was ist Daytrading? Dann geht es weiter, wie viel Startkapital braucht man dafür? Braucht man dafür 10.000 Euros oder nicht? Ich werde euch das alles genauestens erklären. Was kostet es überhaupt, das Daytrading? Welche Märkte kann man traden? Ja, Uhrzeiten, welches sind die besten Uhrzeiten? Da gibt es auch einige Tipps. Broker, Software, was verwendet man? Und ja, welche Strategien gibt es überhaupt? Und häufige Fehler bzw. das Risiko spreche ich auch in diesem Video an. Ja, fangen wir erstmal an mit Daytrading, der ganz normalen Definition. Was ist Daytrading? Daytrading heißt übersetzt Tageshandel und dort handeln Trader Positionen zur Markteröffnung bis hin zum Marktschluss. Das bedeutet, Positionen werden normalerweise nicht über Nacht gehalten. Je nachdem, welchen Markt ihr handelt, sind natürlich die Börsenzeiten anders. Es gibt zum Beispiel ja die japanische Börse oder die amerikanische Börse, die hat andere Öffnungszeiten als die deutsche Börse beispielsweise. Aber unter Daytrading versteht man, dass man wirklich einen Tagesplan hat. Man setzt sich hin, man steht morgens auf, geht an den Rechner, öffnet seine Trades oder analysiert erstmal, dann öffnet man seine Trades, schließt die wieder und dann hört man auf mit dem Trading, macht Feierabend und genießt den Rest des Tages. Also man hält keine Trades über Nacht, es sind keine langfristigen Trades. Die Trades gehen meistens ja maximal bis 1-2 Stunden. Aus meinen Erfahrungen, ja je nach Trading-Strategie kann es natürlich auch länger dauern, aber man ist immer innerhalb dieses Tages mit seiner Trade-Laufzeit. Und daraus ergeben sich natürlich viele verschiedene Strategien, auf die ich noch eingehen werde. Trades können beispielsweise im Daytrading auch ja 1-2 Sekunden dauern. Das ist dann das Scalping. Ja. Scalping heißt Skalpieren des Marktes und man handelt sehr, sehr kurzfristig. Aber insgesamt kann man sagen, beim Daytrading sind immer sehr, sehr schnelle Trades und man muss vor dem Computer sitzen. Man muss hier aktiv am Trading Desk sein und seinen Trade managen, wenn man Daytrading wirklich ernsthaft betreiben möchte. Man kann nicht einfach mal kurz weggehen vom PC, sondern man muss die Position beobachten, sein Risiko managen, seine Ziele managen und die Märkte jederzeit analysieren. Denn wenn man Daytrading macht, bewegt man sich in kurzfristigen Zeiteinheiten und das bedeutet, der Markt, ja, der Graph hier, wir sehen hier gerade einen 30-Minuten-Chart hier vor uns, ja, der bewegt sich nicht so schnell, aber wenn man Daytrading macht, ist man meistens auch in den kleineren Timeframes 1-Minuten-Chart. Dazu zeige ich euch gleich nochmal ein Beispiel, da geht es hoch, runter, die ganze Zeit und das muss man eben, ja, beobachten. Dann, wie viel Startkapital braucht man für das Daytrading? Und das hängt ganz davon ab, welchen Broker ihr dort benutzt. Hier beispielsweise ist eine Trading-Plattform von Capital.com. Die bieten CFDs zum Handel an und dort gibt es eine Mindesteinzahlung ab 20 Euro. Ja, man kann hier ab 20 Euro ein Konto eröffnen beispielsweise. Link dazu findest du auch unten in der Beschreibung. Und dort ja, können hier kleine Positionen eröffnet werden mit einem CFD. Wenn du aber andere Finanzprodukte handeln möchtest, wie zum Beispiel Futures, ja, hier gehen wir mal auf eine Plattform, zum Beispiel Bookmap, das ist eine Trading-Plattform, wo man eben die Futures-Märkte analysieren kann, auch Kryptomärkte analysieren kann, da braucht man dann schon mehr Geld. Ich werde jetzt das kurz mal einmal aufteilen in verschiedene Finanzprodukte. Und zwar gibt es CFDs. Ja, wir haben hier einmal CFDs, ich mache das kurz nochmal hier größer für euch.
Wir haben erstens, wir haben die CFDs, das heißt Contracts for Difference. Das ist ein Contract, der bildet den echten Wert ab und ihr könnt diesen Contract traden auf den echten Wert. Es gibt zum Beispiel CFDs auf Aktien, ja, dieser Kontrakt bildet dann die Aktie ab und ihr könnt diesen Kontrakt traden bei eurem Broker. Und der Vorteil dieses Kontraktes ist, man kann mit sehr, sehr geringem Kapital starten, da es dort kleine Stückelungen gibt auch und es gibt einen Hebel von bis zu 1 zu 30 bei EU-Regulierung. Bei anderen Regulierungen kann der Hebel dementsprechend noch höher sein, dann braucht man dann noch weniger Startkapital. Aber es ist wirklich hier möglich, mit wenigen Cent Risiko einzusteigen und das Daytrading wirklich mit 1, 2, 3, 4, 5 Euro zu beginnen. Und dazu eignen sich ja CFDs hervorragend. Ein weiterer Unterteil davon ist Forex. Forex und das sind einfach Währungsspekulationen gegeneinander. Da braucht man auch dementsprechend wenig Startkapital und ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert für den Start. CFDs lassen sich auf alle Assets handeln, zum Beispiel auch Indizes, Aktienindizes, Kryptowährungen, Rohstoffe und so weiter. Das heißt, wenn ihr diese ganzen Märkte handeln wollt im Daytrading, dann solltet ihr nach CFDs suchen und mit geringem Kapital, Tradingkapital starten. Dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, Aktien. Da kommt es drauf an, wie hoch ist die Aktie bewertet. Ja, es gibt Aktien, die werden bei 1000 Dollar getradet. Da braucht ihr natürlich 1000 Dollar Startkapital, um jeweils eine Aktie zu kaufen und dann auch wieder zu verkaufen. Also es kommt auf die Aktie an. Es gibt allerdings auch Lösungen, Brokerlösungen wie auch Capital.com, was ich euch eben gezeigt habe, oder eToro, da kann man Stückaktien kaufen. Das heißt, wenn jetzt eine Aktie 1000 Dollar kostet, dann kaufe ich da nur ein Zehntel von der Aktie und zahle zum Beispiel nur 100 Dollar. Das ist auch möglich und ja, eine Möglichkeit mit geringem Kapital zu starten. Dann gibt es eine weitere Möglichkeit, zum Beispiel Futures für das Daytrading zu nutzen. Aus meinen Erfahrungen sind das so die Produkte hier. Es gibt noch Kryptowährungen dazu, da sage ich auch noch gleich was dazu. Krypto, die ich für das Daytrading nutzen würde. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit Optionen, Zertifikat. Es gibt ja zahlreiche unterschiedliche Finanzprodukte, aber so, das sind so die gängigsten Sachen, die man fürs Daytrading nutzt. Und bei Futures, da braucht man dementsprechend mehr Kapital. Ich bin da der Meinung, man sollte mindestens 5000 Euro aufs Konto laden bei Futures, weil die Positionsgrößen dementsprechend hoch sind. Beim CFD haben wir kleine Positionsgrößen, zum Beispiel 0,01 Lot. Ja, entsprechend 1000 Euro wert. Mit einem Hebel braucht man da wirklich von 1 zu 30 nur ein geringes Startkapital. Aber bei Futures ist es so, dort hat man nochmal höher, man hat zwar einen enorm großen Hebel, aber eine sehr, sehr große Positionsgröße. Das heißt, wenn der Markt, ja, der Markt geht zum Beispiel, der steht hier bei einem Euro, steht der Markt. Ja, das ist jetzt mal hier bildlich gesprochen, also wirklich, wirklich einfaches Beispiel. Geht auf den Preis von 2 Euro. Ja, oder warte mal, ich sage hier, okay, bei 10 Punkten steht der Markt, der geht hoch auf 20 Punkte, ja. Also 20 Punkte ist er gestiegen. Und pro Punkt habt ihr einen Unterschied von 12,50 Euro, sage ich jetzt mal. Dann seid ihr hier schon bei 120 Euro dabei, wenn der Markt mal 10 Punkte steigt. Und das ist enorm viel. Je nach Markt kann da in wenigen Minuten, in wenigen Sekunden 500, 400 Euro, 100, 200, 300 Euro Risiko drauf sein. Also oder auch Gewinn und Verlust sein, weil beim Futures diese Positionsgrößen so dementsprechend hoch sind. Das sind dann meistens über 100.000 Euro Positionsgrößen mit der kleinsten, mit dem kleinsten Kontrakt. Natürlich gibt es da noch eine Untersache. Mini-Futures ist aber nicht empfehlenswert zu handeln, weil dort die Liquidität sehr niedrig ist. Also das waren so die vier Sachen. Da gibt es noch Krypto. Kryptowährungen kann man fürs Daytrading auch sehr gut benutzen und dort mit geringem Kapital starten. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, was kostet das Ganze? Was kostet Daytrading? Was kostet Daytrading? Es gibt hier immer die Sache mit den Gebühren. Und zwar ist das abhängig vom Broker, von der Software, die ihr nutzt und dem Markt, den ihr tradet. Also
Der erste Punkt ist der Broker. Was für einen Broker wählt ihr? Weil der Broker will ja mal Geld verdienen, okay? Der entweder, er verlangt eine Kommission pro Trade, eine fixe Kommission pro Trade, oder er macht einen Marktspread in euer Konto rein, in eure Assets rein. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr eine Order eröffnet, bekommt ihr sozusagen immer die Ausführung zu einem schlechteren Preis, ja, und der Unterschied zwischen dem aktuellen Marktpreis und dem schlechteren Preis, ja, das ist eben der Gewinn für den Broker und dadurch verdient der Broker sein Geld. Also es gibt diese zwei Sachen, es gibt einmal, man bezahlt den Spread beim Daytrading, dann ist man bezahlt die Kommission beim Broker. Man sollte da natürlich einen sehr, sehr günstigen Broker nehmen, ja. Auf trading.de oder Trading für Anfänger empfehle ich zahlreiche Broker. Ihr findet auch den Link dazu in der Beschreibung. Könnt da draufklicken. Da gibt es sehr, sehr günstige Angebote. Ich packe euch auch die Links von verschiedenen Brokern unten in die Beschreibung, wo ihr wirklich sehr, sehr günstig traden könnt. Ja, also wenn man einen Broker auswählt fürs Daytrading, ist es enorm wichtig, welchen Broker man wählt, weil man dadurch sehr, sehr hohe Kosten haben kann. Je nachdem, wie viel man tradet, wie viel Volumen man tradet, kommt man da auch schon schnell auf Gebühren von 300, 400 Euro pro Tag. Und wenn ihr da einen Broker nehmt, ja, okay, der hat 50% mehr Gebühren, dann zahlt ihr da schnell mal 1, 2, 300 Euro mehr. Und aufs Jahr hochgerechnet ist es auch eine große Summe. Deswegen nehmt einen günstigen Broker. Aber generell kann man sagen, es kostet erst was, wenn ihr mit dem Echtgeld-Trading anfangt zu daytraden. Ihr könnt das Ganze noch kostenlos testen im Demo-Konto. Ja, das ist ein Konto mit virtuellem Guthaben. Die Broker bieten das an und ihr könnt alles kostenfrei testen. Dann gibt es noch die Sache mit der Software. Und zwar wir bei trading.de, wenn wir Futures traden, wir nutzen spezielle Software und diese Software, die kostet Geld. Ja, damit muss man auch rechnen, die kostet Geld. Wenn man Futures tradet, zum Beispiel CFDs, sind in der Anschaffung besonders günstig. Futures, da kostet es immer eine kleine Gebühr, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und zwar hier die Software Bookmap, die wir benutzen, die ist super geil zum Scalping, weil man da den Orderflow richtig gut erkennen kann. Dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, kann nochmal eins machen. Und hier kann man wirklich sehen, okay, wo ist die Liquidität im Markt und wo ist sie nicht, wo geht der Markt hin. Enorm hilfreich, diese Software. Bookmap kann ich jedem empfehlen. Und dort kostet es was. Kostet ungefähr 50 Euro oder Dollar im Monat, diese Software. Es gibt natürlich noch andere Software, die man nutzen kann. Die kosten auch bis zu 100 Euro im Monat. Da ist man schnell mal bei 1.000, 2.000 Euro im Jahr dabei. Und dann muss man noch die Daten bezahlen für diese Software. Also es gibt auch noch Marktdaten, ja, Software. Wir haben Marktdaten beim Future. Beim CFD bezahlt man keine Marktdaten. Deswegen mache ich das mal hier in Klammer. Und das kommt auch noch hinzu. Ist aber relativ günstig. Sie kostet im Monat 7 bis 14 Dollar, je nachdem, was ihr handeln wollt. Dann gibt es beispielsweise die Software Sierra Chart. Kostet auch was, aber es ist eher eine günstigere Software. Ihr seht schon, es sieht ziemlich kompliziert aus. Ziemlich krass sieht das hier aus, was man hier alles nutzen kann. Ja, ist für die Fortgeschrittenen etwas, für den Anfänger nicht unbedingt nötig. Und dort zahlt man auch noch mal eine kleine Summe pro Monat. Dann gibt es wiederum Software wie TradingView, das hier, das ist kostenfrei, oder wcapital.com oder auch der MetaTrader, wo ich gleich nochmal drauf eingehen werde. Also mit diesen Kosten muss man rechnen. Dann muss man noch rechnen mit zusätzlichen Kosten, beispielsweise Ein- und Auszahlungsgebühren. Bei den meisten Brokern gibt es das eigentlich kaum noch, aber es kommt immer wieder vor. Deswegen darauf achten bei der Brokerwahl. Dann gibt es noch Inaktivitätsgebühren, also wenn ihr ein Jahr lang nicht tradet, kann der Broker euch auch etwas Geld abziehen vom Konto. Und damit sollte man rechnen, das sind die Kosten und natürlich auch Kosten für das Startkapital, ja, wenn man das als Kosten nennen will. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt und das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Welche Märkte sollte man traden? Da gibt es sehr,
sehr unterschiedliche Meinungen. Ich erzähle aus meinen Erfahrungen, welche Märkte sind am besten für das Daytrading. Und zwar sind das die Märkte mit der besten Liquidität, ja. Liquidität, das ist wichtig. Wir wollen Märkte traden im Daytrading, die liquide sind. Weil wenn ihr einen Markt habt, der nicht viel Volumen hat, Handelsvolumen, dann sind die Bewegungen meistens irrational und es springt, kann so hin und her springen. Nicht empfehlenswert zu traden. Wir wollen die dicken Märkte traden, wo viele Marktteilnehmer dabei sind. Das funktioniert viel, viel besser, als wenn ich jetzt Schweinehälften handle, wo kaum was los ist. Oder ich handle Sojabohnen. Okay, Sojabohnen würde noch gehen, aber auch weniger Liquidität da als zum Beispiel Öl. Also achtet darauf, wie viel Liquidität hat der Markt. Ich werde jetzt hier Beispiele nennen, die wir auch nutzen bei Trading.de, was hervorragend funktioniert, was unsere Teilnehmer auch nutzen. Und zwar ist das Forex, FX und da der Euro-Dollar. Euro-Dollar, dann Indizes und das wäre zum Beispiel der S&P 500. S&P 500 ist der größte Markt der Welt und das ist der amerikanische Aktienindex. Der ist viel liquider als der DAX. Ja, beim DAX, da fehlt meistens wirklich an Liquidität. Wenn man ins Orderbuch schaut, ist für mich nicht so gut handelbar der DAX, aus meinen Erfahrungen und für Anfänger auch nicht empfehlenswert, weil es wirklich Sprünge dort gibt und manchmal gibt es auch sogar Gaps im normalen Handel, wo man dann ja sehr, sehr schnell Geld verlieren kann. Deswegen empfehle ich es hier S&P, Euro, US-Dollar zu handeln. Das sind so zwei Märkte und man braucht eigentlich auch nur maximal zwei Märkte im Daytrading. Als Anfänger empfehle ich es sowieso, Fokus auf einen Markt im Daytrading und dort seine Trades zu machen. Man könnte noch jetzt hier Öl dazu nehmen. Öl, Gold, was auch noch relativ gut liquide ist. Und beim Forex beispielsweise noch den US-Dollar, Japanese Yen oder den Nasdaq für die Leute, die wirklich gerne schnell traden. So, das sind so die wichtigsten Märkte und es ist enorm wichtig, darauf zu achten, ihr werdet bessere Trades haben, ihr werdet besser die Bewegungen verstehen, wenn das Ganze liquide ist. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist, welche Uhrzeiten sollte man handeln beim Daytrading? Ich habe ja gesagt, man geht hin an den Rechner, okay, man startet seinen Morgen und dann sieht die Märkte, macht seine Trades. Man braucht trotzdem ein Konzept. Man kann jetzt nicht einfach hingehen zu irgendwelcher beliebigen Uhrzeit und das Ganze traden. Aus unseren Erfahrungen, aus meinen Erfahrungen fürs Daytrading, wenn ihr den Euro-Dollar handelt, generell, wenn ihr den Euro handelt, dann ist natürlich morgens die beste Zeit dafür, wenn die europäischen Börsen öffnen. Ich sage mal so um 9 Uhr ungefähr. 9 Uhr. Und dann wieder am Nachmittag ab 14.20 Uhr ungefähr. 14.30 Uhr. Warum diese Uhrzeit? Das ist das Open Outcry. Ist ein kleiner Secret-Tipp. Open Outcry, das war früher dort, wo die Leute im Trading Pit gestartet haben zu traden um diese Uhrzeit. Allerdings ist diese Uhrzeit immer noch aktiv in den Märkten, obwohl es jetzt hier kaum noch Trading Pits gibt. Ihr werdet es erkennen, Euro, Dollar oder auch Rohstoffe, dort kommt dann vermehrt Volumen und Volatilität um 14.30 Uhr, 14.20 Uhr in die Märkte. Und dann würde ich anfangen zu traden, ja, nach 14.30 Uhr, also hier, das ist der Start. Und ja, immer so nach diesen Zeiten ein bisschen sich noch Zeit geben, weil die erste Bewegung ist meistens sehr, sehr krass und dann kann man auf die Jagd gehen, danach zu Trades zu finden. Das so für Forex und auch Rohstoffe, diese Uhrzeiten um die Mittagszeit, europäische Zeit, würde ich nicht traden, da ist das Volumen meistens tot. Ja, also es ist sehr, sehr wenig Bewegung. Dann für Indizes S&P 500, ganz klassisch 15.30 Uhr, 15.30 Uhr,
weil dort einfach die Aktienbörse öffnet und die ganzen Aktien werden zum Handel freigegeben. Und ab da sollte man das traden. Ja, ich werde ein bisschen warten, ein paar Minuten, bis sich der Markt beruhigt, weil die erste Bewegung, wie gesagt, sehr hart sein wird. Und dann fängt man an mit dem Trading. Und welchen Zeitraum sucht man dann? Wie lange macht man dann Daytrading? Es kommt natürlich auch darauf an, welche Zeiteinheiten ihr nutzt. Ja, bin ich im 1-Minuten-Chart unterwegs? Ich zeige euch das mal kurz. Bin ich hier im 1-Minuten-Chart unterwegs oder sogar im 1-Sekunden-Chart? Im 1-Sekunden-Chart. Dann bewegt sich das Ganze natürlich sehr, sehr schnell. Man findet viele Trade-Möglichkeiten. Wir benutzen den M3-Chart, M5-Chart, auch manchmal M1-Chart. Also in diesem Bereich bewegen wir uns beim Trading aus meinen Erfahrungen. Und dort reicht es, wenn ihr, sagen wir, um 15.45 Uhr an den Markt geht, reicht es 1 bis 2 Stunden, maximal 3 Stunden zu traden, um genug Möglichkeiten zu finden im Daytrading. Also man braucht da nicht den ganzen Tag davor hängen vor dem Computer. Ich empfehle es auch keinen, den ganzen Tag Daytrading zu machen, weil aus meiner Erfahrung, ich kann euch das sagen, das machen auch die meisten Trader machen das auch nicht, die ich kenne. Ja, die schalten dann, die wirklich profitabel sind, die machen ihre 1, 2, 3 Stunden am Tag und schalten dann aus, weil man braucht extreme Konzentration. Es ist einfach schwierig, die ganze Zeit da versuchen irgendwie zu traden. Und wenn es halt keine Trades gibt, dann gibt es halt keine Trades. Und nach diesem Muster handeln wir. Deswegen, man braucht da wirklich nur 1-2 Stunden. Okay, 15.45 Uhr fängt man an bis 17 Uhr. Natürlich kann man dann auch noch später anfangen zu handeln, weil ab 15 Uhr bis 22 Uhr läuft der Markt. Ja, man kann dann auch noch vor Schluss anfangen, so 1-2 Stunden vor Schluss. Da kommt meistens auch noch mal mehr Bewegung rein, so um 20 Uhr. Und da lassen sich halt ab 15.45 Uhr bis 22 Uhr gute Trades finden. Ja, beim Forex, Euro, US-Dollar auch morgens ab 9 Uhr ungefähr, ja, bis Mittagszeit, da haben wir auch 3 Stunden Zeit, super geile Trades zu finden. Und wie gesagt, nochmal nachmittags. Ja, Rohstoffe würde ich auch nachmittags handeln, weil die primär in US-Dollar gehandelt werden. Und da, ja, wenn die Amerikaner am Start sind, da geht es halt dann mehr ab. Darauf sollte man auf jeden Fall achten. Dann, welche Broker und Software? Ich habe das hier schon mal kurz angerissen. Es gibt hier TradingView. Daraus kann man direkt handeln. Es gibt hier verschiedene Broker für TradingView, beispielsweise Capital.com, oder sucht einfach mal TradingView Broker. Dort findet ihr auch von Trading für Anfänger einen Artikel darüber. Ich kann es euch auch unten nochmal reinschreiben in die Beschreibung. Man kann hier verschiedene Broker benutzen und damit verbinden. Ich empfehle beispielsweise Capital.com, zypriotisch reguliert. Ich empfehle XTB. Wer einen deutschen Brokermarkt findet, ihr auch auf Trading.de auf der Hauptseite. XTB ist in Deutschland reguliert. Ja, da habt ihr einen komplett deutschen Support, also deutsche Unterstützung von deutschen Mitarbeitern. Ist optimal. Das gleiche auch bei GBE, in Deutschland reguliert. Eignet sich fürs Forex Trading. Und das sind so die Broker, die ich empfehlen kann. Für den Start, wenn ihr Futures traden wollt, geht zu AMP Futures. Ich packe euch alles unten in die Beschreibung. Dort findet ihr dann eine Auswahl an Brokern nochmal. Ja, und Software, TradingView ist top. Dann gibt es noch Sachen wie den MetaTrader. Das ist hier eine Software, die kann man sich runterladen. Hier zum Beispiel bin ich gerade hier bei Vantage im Demo-Konto, weil ich was testen wollte. Und das ist auch ein empfehlenswerter Broker. Hier könnt ihr direkt handeln aus dieser Software, Daytrading machen. Es ist eine Software, wo man eben sehr, sehr schnell traden kann. Hier oben rüber über One-Click-Trading. Es gibt hier unmöglich viele Einstellungsmöglichkeiten, Timeframes, Indikatoren. Wir haben hier links das Terminal von den Märkten. Und diese Software eignet sich für das Daytrading enorm. Ich werde jetzt hier nochmal kurz aufzählen, welche Software eignet sich für das Daytrading, was sind wirklich meine Favoriten. Und zwar, das ist erstmal, Moment, wo ist mein Browser? Das ist erstmal MetaTrader für CFD-Trades, dann TradingView. Das ist diese Software, die hier seht im Hintergrund, TradingView, dann für die fortgeschrittenen Sierra Chart für Futures
und Bookmap als zusätzliche Software noch dann später. Das sind so die vier Sachen, die ich empfehlen würde. Man kann es auch hier aus der webbasierten Plattform von Capital.com traden. Allerdings bietet euch Capital.com auch hier TradingView an und auch den MetaTrader. Das sind so die Software-Broker. Werde ich nochmal hier hinnehmen. GBE. Super geil für Forex. Dann haben wir XTB. Hat eine super nutzerfreundliche Plattform für über 5000 Assets. Am besten für den Start, deutsch reguliert. Dann haben wir Capital.com für TradingView beispielsweise. Und wir haben AMP für Futures. Und noch Vantage, was auch eine gute Sache ist, für ECN-Trading, für wirklich auch niedrige Spreads für Forex und für hohes Volumen. Also das sind so die Sachen, die ich empfehlen kann. Alle Links dazu unten in der Beschreibung. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Strategien. Welche Strategien gibt es? Ich werde ein paar hier aufzählen, und zwar erstens ist es das News Trading. Hier muss man aber auch ein paar Sachen beachten. News Trading bedeutet, ihr macht Day Tradings anhand von News. Das könnte sein Earnings, also wenn Aktienunternehmen Berichte rausbringen, wird es sehr volatil, oder andere News zu Aktien. Ja? Das kann man als Daytrader traden, entweder verliert eine Aktie oder eine gewinnt eine Aktie. Ich habe damit persönlich nicht viele Erfahrungen, weil ich News Trading eher meide, weil mir das Risiko zu hoch ist. Und warum ist das Risiko zu hoch? Weil vor den News müsst ihr euch vorstellen, wenn wir uns das Orderbuch einmal anschauen, das ist komplett leer. Weil jeder seine Order beendet, weil es extrem Volatilität dann bei den News geben wird. Und Algorithmen, wir haben das Problem, Algos, die handeln sofort, wenn die News rauskommen. Viel schneller als ihr, viel schneller als jeder Mensch. Und deswegen macht es dann so Ping-Pong hin und her. Ja, da auch Problem. Nicht so empfehlenswert. Ich würde, wenn ich News Trading mache, ja, würde ich da tatsächlich erstmal kurz abwarten, ein paar Minuten, und dann später einsteigen mit dem Trend, der sich bildet nach dieser News. Ja. Es können auch Wirtschaftsnachrichten sein, Zinsentscheide für Währungen und so weiter. Also zu allen Märkten gibt es News. Dann gibt es zweite Strategie, technische Analyse. Technische Analyse oder eben auch Candlestick Trading, Chart Trading. Ja, was wir auch promoten, was wir auch empfehlen für den Anfang, das durchzuziehen mit unserer Lundenstrategie, mit unserem System, wie wir die Kerzen lesen. Mehr dazu auch auf trading.de. Dort analysiert man rein die Kerzen, wie zum Beispiel hier. Was passiert hier? Okay, hier ist gerade, sind die Marktdaten nicht so schön. Seht ihr gerade im 1-Minuten-Chart im Bitcoin. Aber hier, okay, was passiert hier? Haben wir hier einen Support? Wie entwickeln sich die Kerzen? Und darauf haben wir überhaupt hier einen Trend im Chart? Also man analysiert sozusagen den Chart. Und das ist einer meiner Strategien, wo man wirklich super geile Trades mitmachen kann. Dazu habe ich schon viele Videos gemacht. Ich möchte gar nicht darauf näher eingehen, sondern euch das nur mal in diesem Daytrading Guide anreißen. Drittens, was für Strategien gibt es noch? Wir haben hier zum Beispiel Order Flow Trading, was ich auch schon angeschnitten hatte, und zwar wäre dafür die Software Bookmap oder auch Sierra Chart, wo ich mir wirklich anschaue, das Orderbuch, hier diese Zahlen, ja, diese Zahlen hier, okay, was passiert da? Wie viel Volumen wurde dort gehandelt? Und man hat hier dann nochmal den Vorteil, dass man hinter die Kulissen schaut, was eigentlich im Chart passiert, wie viele Käufer, wie viele Verkäufer gab es da, was, wie viel ging über den Tisch, was wurde dort gehandelt auf einen bestimmten Preis, und da kann man nochmal seine Einstiege verfeinern bzw. seine Ausstiege mit verfeinern oder halt sich auch komplett darauf verlassen. Und dazu benutzt man Bookmap, finde ich besser als wie aus dem Orderbuch zu traden. Oder eben Sierra Chart für Footprint Charts. Hier sieht man das zum Beispiel. Ja, da erkennt man, was wo gehandelt wird, und kann sich dort Strategien draus bauen. Ja, das ist so die dritte Strategie, die es gibt.
Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Wie risikoreich ist das Ganze? Und ich kann euch sagen, ja, Daytrading ist am risikoreichsten. Risikoreicher als Swing Trading, längerfristige Investments, weil es einfach generell schwieriger ist, aus meinen Erfahrungen. Warum ist es schwieriger? Man braucht die Konzentration beim Trading, weil man die ganze Zeit beobachten muss, jede Candle in einem kurzen Zeitraum. Und das macht es für mich risikoreicher, Daytrading auszuführen, beziehungsweise ein bisschen schwieriger. Ja, weil man eben nicht diesen Vorteil hat, okay, ich kann mir ein Investment machen, ich kann schlafen gehen und weiß, okay, mein Investment ist nicht über Nacht 100% abgekackt. Ja, beim Daytrading muss ich die ganze Zeit hier vor dem Desk sitzen und beobachten, was passiert da gerade. Und das erhöht meiner Meinung nach ein bisschen das Risiko. Also ich muss hier schauen, okay, was geht hier gerade ab? Was geht denn hier gerade ab? Ja, hier geht es hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich muss halt hier jetzt davor sitzen und warten, beziehungsweise meinen Trade managen. Und das macht es eben schwieriger. Plus das Risiko ist höher, weil man höhere Positionsgrößen nutzt. Ja, die Gefahr von News auf der falschen Seite erwischt zu werden ist da. Wenn man dann dementsprechend eine große Position hat, kann es sein, dass man da sehr schnell Geld verliert. Also im Daytrading nutzt man auch generell einen höheren Hebel als bei langfristigen Investments und das kann eben das Risiko dann auch nochmal erhöhen. Allerdings hat man kein Risiko über Nacht. Ja, das ist ein Vorteil, weil über Nacht kann der Markt ein Gap machen. Ja, wenn die Börse schließt, am nächsten Tag öffnet, kann es ein Gap geben. Das heißt, die Börse hat zum Beispiel bei 10.000 Punkten geschlossen, am nächsten Tag öffnet sie bei 11.000. Ja, wenn man dann eine Position über Nacht offen hat, was passiert dann, wenn man auf der falschen Seite lag, hat man ein Problem. Also Risiko ist auch wirklich abhängig vom Trader. Ich habe euch die Sachen nochmal aufgezählt, was so die Vorteile und Nachteile sind. Muss auch im Prinzip jeder selber entscheiden, welches Risiko er eingeht beim Daytrading. Das regelt man ganz einfach über die Positionsgröße. Man kann mit wenigen Cents traden, hier die Positionsgröße einstellen und ja, man bestimmt eben sein Risiko selber. Das war mein ultimativer Guide für das Daytrading. Was ist Daytrading? Wie funktioniert das? Ich danke euch fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Vergesst nicht, nach oben zu drücken. Beim Daumen da unten, ja? Vergesst nicht, die Beschreibung auszuchecken. Besucht Trading.de oder Trading für Anfänger. Dort gibt es viele weitere Informationen. Ich danke euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus. Ciao.